selbstmordgefährdet. Aber Herr Ondox, bitte spielen Sie nicht herunter, das wird ekelhaft die ganzen Flecken wieder wegzaubern. Selbstverstümmelung schützt vor Strafe nicht. Nee, so ein Sieg gefährdet, Lambert, den muss man die Leine klapse unten in den Hügel hängen. Ja, direkt die Zeugsjacke an. Ja. Aber ganz in Ruhe, ich gebe Ihnen erst so ein bisschen Donut und Kaffee, der Herr Kaffee kommt auch schon. Komm, kannst du das einfügen oder so, so eine Zeugsjacke? Oh, jetzt könnt ihr mal ein bisschen runterkommen wieder, weil wir wollen jetzt hier nämlich quatschen. Dann geht mal in einen anderen Channel, bitte. Ich bin auch nicht so laut. Ja, aber die anderen quatschen dazwischen. Polizei im Einsatz, jetzt wo jetzt. Ja, das jetzt ist Polizei-Channel, deswegen. Ja, also wenn, dann wird hier Polizei was gesprochen, nichts anderes. Tobi, jetzt darfst du jetzt Ruhe gerade. So, was meinen Sie denn, warum wir Sie festgenommen haben? Und Ihr Fahrzeug beschlagnahmt haben. Die haben keine Ahnung. Na, das ist schlimm. Eine coole Ausrede. Hat die arme Frau Müller vom Sparkassenschalter aber was anderes erzählt. Da sind Bauer. Und von der Tankstelle. Die kennt keine Frau Müller. Ja, und die hat aber schicke Fotos von ihnen gemacht. Und was ist mit dem Herrn Peters von der örtlichen Tankstelle? Den kennen sie wohl auch nicht. Johnny von der Restaurante. Also Softplay notieren sie schon mal. Wir müssten vielleicht auch noch einen Psychologen hinzuziehen, weil ich alles glaube, klar. Der Army Blackhawk leidet an einer seltenen Krankheit. Medic! Hat mir das also, das können wir behandeln. Irgendwie, das ist natürlich nicht gut, dass er so vergesslich ist. Ich bin kein Psychiater, Mann. Aber du brauchst ihn. Alles klar. Live Polizei Erfolg, ein Bankräuber endlich mal erwischt, Exklusivfotos bei 1Live immer dabei. Also jetzt ist hier noch. Voll wieder dahin. Mal, wer hat die Pressebus wieder eingeladen? Leute, ey, wenn ich euch erwische dabei, dass ihr die Presse jedes Mal hier von wieder da hinten aber kann auf dem Balkon stehen. Halt den Mund, wenn ich gerade mit Ihnen rede, Herr Softplay. Mit mir. So, da es unter besonderen Umständen sind und Sie vielleicht einen an der Klatsche haben, werde ich die Strafe etwas mildern, Herr Army Blackhawk. An der Klatsche haben, also das psychologische Zeugnis ist jetzt da, Sie sind teilweise unzurechnungsfähig. Bring mich mal dazwischen. Deswegen werden wir von einer Haftstrafe absehen und das Bußgeld leicht verringern. Der Ball kurz nach. Quark, quark, quark. Hat er den anderen Zaun auch noch für mich kaputt machen? Danke. Zeugung gefahren! Kommt ein Mann beim Arzt, der Vater Arzt, was ist denn mit Ihnen los? Da sagt der Frosch auf den Kopf, den habe ich mir eingetreten. Versteh dich leider nicht, Scorpio, die quatschen hier im Auto ganz laut. Muss ich erst warten, bis die ausgestiegen sind. Warte erst, bis die ausgestiegen sind, weil die labern hier die ganze Zeit. So, wir stellen uns jetzt hier oben auf die Steinkante, wo ich bin. Jetzt mal, ich spiele mit Titanic nach, oder? Letztes Mal, ja. Befreit mich mal von den Eierköpfen. Wieder mit der Polizei! Danke. So, jetzt kannst du erzählen, jetzt bist du leise. Ich hab gesagt, kommt ein Mann zum Arzt. Sagt der Arzt, was ist mit Ihnen los? Weil wir hatten die ausgezogen. Sie haben sich selber ausgezogen, haben gesagt, nach Demonstration. Ja, warte, komm, erzähl. Ja, der meldet sich der Frosch auf bei Ihnen. Fehlt doch einer. Da fehlt doch einer. Ey, waren nur vier. Ich verstand. Ja, doch. Wo ist ein Ondox? Nee, die waren nur vier. Ondox haben wir nicht. Ondox war nichts. Na, ich dachte, da wollte bei euch mitfahren. Ach, wollt ihr nicht mitfahren? Kommt eine Frau beim Arzt. Ich hab hier eine gesteinigt, Hilfe! Ist kalt. Jetzt wird jeder von euch einzeln abgeknallt. Kommt eine Frau beim Arzt. Mit der Polizei! Hier hat die Blondine zum Zahnarzt. Ja, Doktor, Doktor, ich hab's für die Löcher. Da sagt der Doktor, warte mal, ich muss einen Kumpel anrufen. Alles klar. Voll sowas schon wieder. Sag mal, so einen Warnschuss nach oben abgeben? So, Jungs. So, Jungs. Jetzt ist hier Ruhe. Hier Ruhe. Jetzt wieder. Wieso durften Blondin nicht am Zerratfeld halt kochen? Bist du denn da? Du, ich verschwinde gleich den Samen von deinem Vater, indem ich dich hier runterstoße. Also Ruhe jetzt. Weil sie auf Grün warten. Nieder mit der Polizei! Ist das, wir machen, wir lassen die jetzt einfach hier so stehen. Hat Kinder gehört, wa? Musst du aber auseinander machen, sonst können ich sie gegenseitig befreien. So, hast du den gehört? Was denn? Warum durften Blondinen nicht am Ceranfett herbrochen? Keine Ahnung. Weil sie auf Grün warten. Oh, Mann, ey. So, stellt die jetzt den hier noch, den Prinz, ich stell den noch rum. Oder mach gut.
Wir fahren jetzt einfach weg und lassen die stehen. Wow, was war das für ein Blitz? Tobi, du hast sie ja verhaftet, richtig? Ja. Wenn du dich nämlich ausloggst, dann werden sie nämlich automatisch befreit. Tobi, lockt sich jetzt einfach bis übermorgen nicht aus. Wir lassen euch jetzt so lange hier, bis ihr wieder zur Besinnung gekommen seid. So. Ey, geil, ich hab eine zerrettete Moor. So, damit das nicht ganz so kalt habt und das nicht so trocken wird, lasse ich euch noch was hier. Beschlagen aber mein Fahrzeug, damit ich bei Tobi mitfahre. Du musst hier noch einen hinwerfen, Tobi, hier. Ey, Polizei nimmt einfach Tränengas und packt es bei uns hin, ohne irgendwelche Sinn und Verstand. Wehrlose Leute, eine Sitzblockade vor dem Polizeihauptquartier hat natürlich dementsprechende Folgen. Aber das sind körperliche Androhungen, das hat nichts mit Staatsmacht zu tun. Sie sind nicht beide. Sie sind der Staat, also. Sie sind nur das ausführende Organ. Ich bin der Staat. Der ist denn der Kopf der Sache? Kirche. Wer ist denn der Kopf der Sache, Herr Prinz? So, ich habe jetzt mein Auto ausgeschlossen, ihr fahrt jetzt alle. Sie haben gesagt, sie sind das ausführende Organ, aber. Hey, los, komm. Fahrt mal weg jetzt. Kann ich in dein Fahrzeug? Sitzt schon in deinem Fahrzeug. Ja, dann fahr mal auf. Ich bleib hier. Ach, du lockst dich da hinten aus, oder was? Nö, ich bleib hier. Okay, Essen hast du dabei? So, dann werde ich doch mal. Werde ich schon mal den ersten zum Gebet bringen? Genau, Flo verteilt jetzt das tägliche Brot. Könnt ihr mir was zu essen geben? Zum Auto? Ich bin vorm Auto direkt. Für mich und meine Frau, für 99 Kinder und eine fette Sau. Alter, wo nimmst du das denn? So hat halt einen Osten hin, ja. Ich bin gelernter DDR-Bürger. Ich habe Durst und Hunger. Voll gelernter. Ja, wir sind gelernt. Okay. Bitte schön. Die haben Durst und Hunger, die sterben gleich. Egal, dann sterben sie. Bist du kein AK-Kind oder was? Was? Ob du ein AK-Kind bist? Nein. Nee? Du bist ein Wessi, ja. Aha. Ahnungslose Bürger! Voll Waffengewalt, also. Wir hatten ja gerade mit dem Laser runtergezählt. LOL! Alter, wie weit man. LOL! Ihr geht bis ins Universe. Warum werde ich mit Tränengas gefolgt? Alter, du meinst Laserstrahl? Man. Ja, der ist direkt über mir. Der endet direkt über mir. Alter, da kriegt man ja schon wieder Pipi in den Augen. So, wollen wir die jetzt wegbringen wieder oder was? Nee. Ich nebel noch schnell die Kirche ein. Also. Wir stellen die in der Kirche und dann unter die befreien. Wie wird geschossen? Wer schießt hier? Wer hat geschossen? Keiner. Wie, natürlich hat hier einer geschossen. Ja, also von uns keiner. Night Vision an und checken. Guck dir mal. Was ist hier los? Ich guck dir mal den Ondox an, der hat wahrscheinlich eine Waffe. Herr Big E, wie können Sie mir sagen? Guck dir mal den Ondox an, ob der eine Waffe hinten drin hat. Ja, wo ist der? Ja, wir hören die Schüsse auch. Der steht da, wo Dings ist gerade. Wo Kinnlaser. Den Wagen hier bitte abschließen, fahrt er sofort. Kann ich nicht, ist Tobi seiner. Nee, Tobi, der bitte hat nur Werkzeugkasten mit, der hat keine Waffe bei. Nein, der war am Boden, hier am. Irgendwo unten war der. Ich hab da mal was gelesen gehabt. Ich weiß noch. Mit Englisch. Software hast du geschossen? Als Deutscher setzen bei mir so gut ist, aber die wollen irgendwas machen, wenn du dich 5 Meter vom Auto entfernt hast, dass sich das Auto alleine abschließt. Okay. Okay, Jungs, so. Wo seid ihr alle? Wo sind die hin? Auf dem Stein. Ist jemand? Ja, ich höre dich. 5 Meter und dann was? Und dann schließt sich das Auto automatisch ab. Ah, das ist cool. Also wie bei BMW dann. So, ich würde jetzt sagen, lassen die jetzt frei und fahren einfach weg. Nee, lass die doch mit Onnox. Onnox kann die doch befreien. What? Als ob, warum denn? Aber wir hatten hier geschossen, wer war denn das? Quasi, wer kann ich weiß nicht, ich hab Schalldämpfer überall drauf. Ich denke, dass das der Onnox gewesen ist, weil der ist der Einzige, der hier oben ist. Und nee, PMC Karim könnte noch in der Nähe sein. Mann, Karim ist auch mit dem. Wer ist mit dem Hunter hier gekommen und warum ist der nicht abgeschlossen? Weil das deiner ist. Fahr doch weg hier. Ich hab die ganze Zeit oben auf dem Felsen aufgepasst. So, ich mach die jetzt frei.
soll sich aber selber von hier wegbewegen. Natürlich. Habe ich jetzt alle freigelassen? Wieder mit der Polizei, wieder mit der Polizei. Mach mal deinen Scheiß einfach drauf. Am besten. Oh, muss der PC noch hin. Der kommt den Kabel am Kabel schnell an, wisst ihr? So, Scobby, wir werden jetzt mal hier kurz eine Lasermessung durchführen. Scobby, du meinst was? Ich glaube nämlich, dass die wieder zurückkommen. Ach, da meinst du wohl. Ich glaube, Flo hat es mittlerweile auch schon mit dem Namen. Ja klar, jeder macht das doch hier. Was? Hatte Scobby denn? Ich brauche einen anderen Namen. Dioxin. Dioxin. Scheiße. Cool, oben sieht man, hey. Oben links sieht man, wenn du eine Position veränderst. Mhm. Wieder mit der Polizei! Wo gerade dran vorbeigefahren? Da kommt was. Ja, ich sehe es. Los, komm mal zurück, komm mal ein bisschen zurück, damit die uns nicht gleich sehen. Dabei bleibt das Name eigentlich ein Bus? Nee. Scheiße. Mann, Jans, ihr sittet hier lang. Das funktioniert, der Wecker funktioniert. Ja? Ja. Wie sie uns alle angucken, die Typen, ey. Wir haben es echt, ja gut. Ey, das klingt gut so. Das können wir so lassen. Und ja? Ändert. Ja. Kannst wir du können. Mal eine kurze, nee, Aufnahme kannst du nicht machen. War eine Soundaufnahme? Nee, das ist scheiße. Okay, na gut. Ich kann leider nie einsteigen. Kommt natürlich an, wie laut das Spiel hast, ne? Ja, es reicht ja, weil es soll ja nicht penetrant sein, hast du gesagt. Also ich höre euch, ich höre draußen die Räusche im Spiel und der zu einer schick und der Alarm ist nicht umdringlich. Ganz sachte, ganz schmeidig. Passt. So. Und jetzt beim. Was? Hm, ja, was machen wir denn jetzt? Eure Passive-Card, soll ich mir lieber die dicke Version holen oder soll ich mir lieber einfach nur normal holen? Das könnte auch ein Virus sein, Herr Ondox. Darüber sollten Sie mal holen. Berichten. Weil dann gebe ich nur 19 Euro oder so. Das ist eine Mutation, der sieht ja aus wie eine Giraffe mit seinem langen Hals. Oh Mann, ey. Und der hält seine Hand in den Schritt. Die Giraffen-Masturbationsmutation. Oh Mann, ey. Hoffentlich nimmst du das gerade. Können Sie das Fahrzeug bitte etwas von dem Gehsteig weg bewegen, damit wir uns die gleiche genauer angucken können. Manu, bleib mal bitte im Polizeirevier, nicht, dass da irgendwas noch passiert. Oh nein, da kommen sie, nein. Bitte ist mit meinem Nachbarn. Manu, guck mal bitte hinten bei dem Polizeirevier, ob da jetzt jemand reingeht. Die gehen hier den Berg hoch. Die können von hinten nicht reingehen. Die können über die Brücke, ja, über die Brücke springen. Ja, aber dann verletzen sie sich. Das reicht, danke. Wow, okay, der Kopf ist richtig verdreht. Also sehen Sie mal, guck mal, die Wirbelsäule wurde automatisch mutiert, verlängert und der hat den, ja, typischen Virus-Giraffenblick. Und zwar ist er in der Stuhllehne gefangen. Was machen wir denn jetzt? Oh Mann, ja, wir sollten auf jeden Fall... Laut meiner Anzeige sieht es so aus, als wenn der von vorne mit drei Schüssen erschossen wurde. Stellen Sie sich mal hier hin, wo ich stehe, dann können Sie von vorne direkt reinschauen. Ja, Bauchschuss, ja. Drei Schüsse sind das. Definitiv in die Magengegend und einmal auf das Brustbein. Ja. Ja, Herr Ondorf, ja, also tut uns leid, wir müssen leider den Fahrzeug beschlagnahmen und nach Spuren sichern. Was? Ist doch das? Wir werden mal kurz was hören. Können Sie das Fahrzeug, ist das Fahrzeug geöffnet? Okay. So, die Leiche wird jetzt zur nein, sie wird jetzt gerade beschlagnahmt, damit wir das natürlich dann auch dem Coroner vortragen können, was passiert ist. Es sieht nach einem Mord aus, könnte aber auch, wie gesagt, der Giraffenvirus sein. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt da unternehmen, ja? Hey, das ist hier. Giraffenvirus? Ja, der hat den übelst langen Hals. Ich hab gedacht, aber jetzt ist er raus aus dem Auto.
So, dann können Sie sich mit Ihrem Fahrzeug auch wieder entfernen. Wir werden das natürlich aufnehmen. Spuren sind gesichert und dementsprechend würde ich Sie bitten, dann den Wagen auch von hier zu entfernen. Fatek, ich habe so ein kleines Räuspern. Ich glaube, ich muss zum Arzt. So ein kleines Räuspern. Ja, so ist die Polizei. Ein kleines Wehwehchen und schon nehmen. Na gut, dann logge ich raus. Naja, müssen wir ja. Wir sind ja Beamte. Gehört dazu. Und das alles von meinen Steuergeldern. Welche Steuergelder? Wollen wir mal eine Kontoabfrage bei Ihnen machen und mal schauen, was Sie da überhaupt eingezahlt haben? Ich habe schon wieder einen Gehaltscheck bekommen. Ich kriege alle 5 Minuten einen Gehaltscheck. Aber das ist doch gut für Sie. Ja, aber davon muss ich doch Steuern bezahlen, wenn das Gehalt ist. Natürlich, normalerweise ist ja der Gehaltscheck 1200, aber Sie kriegen halt nur 500 raus. Ja. Also alles mein Geld, was da drin ist. Ja, bei uns gibt es einen anderen Steuersatz. Also Hybrid Altes hat einen Steuersatz von 65%. Ja. Was denn? Was? Also sind Sie eigentlich mein Eigentum? Nein, das stimmt nicht. Wir müssen Sie einfach ausmalochen. Manu, kümmere dich mal bitte um den Typen, der da im Sperrgebiet steht. Ich bin gerade wieder rausgegangen. Komm mal wieder rein. Nee, jetzt brauchst du jetzt nicht. Ist okay. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Ey, das ist voll geil. Bitte mäßigen Sie Ihren Ton. Bobby? Das ist voll geil mit dem Visier, weil wenn du was im Blickfeld hast und lass es nur ein Fahrzeug oder eine Schlange oder ein Hasen sein, kriegst du auf einmal einen richtigen Modus drumherum bei diesem Fernrohr hier, was ich habe. Wie heißt denn das? Musst du dir mal angucken, guck mal. Wahrscheinlich Zielsucher oder so. Weiß jetzt nicht, wie das heißt. Check mal her, das Ding. SOS wahrscheinlich, ne? Oder Nightstalker. Nightstalker. Aber ist keine Nachtsicht, oder? Doch, hat 4 verschiedene Modis. Ah, okay. Das kauf ich mir, das ist gekauft.